Das Problem, das ich aber jetzt sehe, ist, dass man einfach nicht gehandelt hat, und zwar in weiten Bereichen nicht gehandelt hat. Das medizinische Personal, das pflegerische Personal, also jene, die definitiv wirklich mit den Betroffenen auch zu tun haben, die enorme Personenkontakte haben, das heißt eine besonders gefährdete Gruppe auch sind, selbst zu erkranken, sind in Österreich nach wie vor ungeschützt. Wenn Sie heute in ein österreichisches Krankenhaus gehen, werden Sie kaum einen Arzt mit Grippeschutzmaske sehen, keinen Pfleger mit Grippeschutzmaske sehen. Hier ist ein echtes Versagen nach wie vor gegeben. Im Übrigen auch bei der Exekutive, also bei all jenen Organen, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so dringend benötigen. Ich würde es auch ausweiten auf Apotheken, Apothekern, Angestellten von Apotheken, die ja selbstverständlich auch mit Betroffenen sehr viel Kontakt haben und die wir auch in den nächsten Wochen dringend brauchen. Das heißt, genau diese Personengruppen sind spätestens jetzt auszustatten und auch verpflichtet, diese Masken auch zu tragen.